Ist aber eine gute Idee, das einfach doppelt offen zu haben. Ich kenne Rebecca's Deck ja nicht. Vor allem, das werde ich jetzt das einzige Mal benutzen, weil sie danach ja wieder ein anderes hat. Schön. Hallo, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Wie du auch einfach nichts sagst, und dann fängst du an mit diesem Satz, nachdem ich auf Aufhören-Button gedrückt habe. Deswegen solltest du endlich mal das 3-2-1 oder so angehen. Nein! Warum hast du überhaupt random angefangen, das jetzt zu sagen? Glaubst du, mir interessiert, dass du dir das Deck nebenbei anguckst? Na, ich hab doch direkt, nachdem du mit mir geredet hast, weitergeredet. Nein! Da war überhaupt keine hast Pause. Du? Nein, doch, da war mehr als genug Pause, aber mindestens 3 Sekunden Pause. Naja, egal. Wir sind immer noch auf einer Zeitreise zurück in Staffel 1, das allerletzte Duell, das wir dort ausgelassen haben. Rebecca gegen Yugi. Als Rebecca Yugi sagt, ey, du Arsch, gib mir den blauen Drachen zurück. Den hat dein Opa von meinem Opa geklaut. Und ja, dann duellieren sie sich. Wir hatten damals kein Rebecca-Deck gefunden. Zufälligerweise haben wir jetzt eins. In der Conclave. Das ist auch der Grund, warum ich keinen Link zu dem Deck mache. Du musst das Spiel haben und in die Conclave gehen. Genau. Also, dann, pass auf. Also würde ich sagen, Zeit für ein Duell. Was? Strike. Copyright-Verletzung. Ich glaube nicht, dass das nur für einen alleine passieren kann. Schon gut. Oh mein Gott, das Deck gefällt mir jetzt schon. Nein, ich habe nur ein Monster gezogen. Hast du eine Ahnung, wie ich das gemacht habe? Ich habe mir so ein Soundboard installiert. Ein Soundboard. Mein PC. Pass auf, ich habe jetzt technisch gesehen eine virtuelle Box, wo Programme ihre Geräusche reinleiten können, was dann zu einem virtuellen Mikrofon geht. Ach so. Und über das rede ich technisch gesehen auch mit dir. Lol. Da habe ich so eingestellt, dass mein normales Mikrofon die Dateien quasi weitersendet als virtuelle Mikrofon. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob man das jetzt in der Aufnahme gehört hat, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, aber ich weiß es nicht. Ansonsten lache ich einfach ganz merkwürdig, ohne Grund, in der Aufnahme. Was soll's? Passiert bestimmt öfters. Yep. Ach, das ist ja gar keine. Ah ja, aus. Jetzt habe ich wieder voll das alte Deck hier. Gib mir mal Fusion auf die Hand. Du hast einen Deckvorteil. Fusionsweise. So ein Arsch. Alter Sack, der die Fusion gibt, ey. What the fuck? Klar, dass Yugi hier gewinnt. Du hast kein Monster? Wieso hast du kein Monster? Ja, weil ich keins gezogen hab! Fucking shit. Ist übrigens das Yugi 8er Deck, das Deck gegen Pegasus. Wenn ich mich richtig entsinne. Oh fuck. 1700. Sangan, das stärkste Monster in meinem Deck. Oh, das ist ja witzig. Was kann das? Ziemlich viel scheinbar. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deckt, zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld, verarsch mich! Mir war nicht bewusst, dass die Verdeckten auch kaputt gehen. Wow, das war jetzt eine Reinigung. Ich fall auch schon in einem meiner Decks. Ich hab's nur, glaube ich, nie benutzt, weil ich Angst um meine eigenen Sachen hatte. Es ist echt kacke, weißt du, was du gerade alles zerstört hast? Alle. Warum habe ich denn den im Deck? Du hast zwei meiner Fallen zerstört, Elfenhandspiegel. Du, erklär mir, warum habe ich den im Deck? Das weiß ich nicht, aber du benutzt ihn jetzt doch nicht etwa. Okay. Noch ein Sangan. Schon in Ordnung. Soll ich? Bin ich. Ja, meinetwegen. Gute Idee. Immer zuerst den gleichen nochmal für den gleichen Effekt. Gute Idee. Karten. Man muss das Deck ja ausdünnen, damit die Karten, die man will, kommen. Und da war nicht viel. Lass das, ich hoffe, das. Das mach ich die nächsten paar Runden nochmal. Bis du tot bist. Was Scheißdreck, ich hab zweimal eine scheiß Zauberkarte, die. Scheiß drauf, ich werde den jetzt nämlich einfach töten. Oh. Fuck. Hätte ich vielleicht. Ey, das genau auf Hexer. Hey, what? Wieso nicht angreifen? Weißt du, wir spielen hier gerade mit super schwachen Monstern, da muss jetzt mal was Gescheites daherkommen. Weißt du, was wir machen, wenn wir fertig sind? Jeder stellt sich ein Deck zusammen. Aber pro Generation, wir stellen uns alle beide ein Deck pro Generation zusammen. Du, ich glaube nicht, dass wir nach Generationskarten filtern können. Das wird echt ein Aufwand. Ja, Mai, wir wissen ja dann so ungefähr die Karten, die man hier so benutzt. Nope.
Oh, ein Flip-Effekt. Den möchte ich benutzen. Du hast kein Monster gesetzt. Das beunruhigt mich irgendwie. Beunruhigt dich das? Ich greife trotzdem an, weil es mir egal ist. Das war das Beste. Er tut nur so, als hat er eine Verteidigung. Schau mich an. Ja, das nennt man Bluff. Ich hab keine Zauber- und Fallenkarten gesetzt. Weil ich einfach drauf scheiße, so ungefähr. Das finde ich nicht gut. Also, ja, jetzt möchte ich mein Monster mit mehr Angriff. Bist du das stärkste Monster hier? Verarsch mich, gib mir was Stärkeres. Komm. Komm schon, 1400. Stärkste Monster im ganzen Deck, ein Sangern. 1400 ist ziemlich scheiße. Ah, der da ist nicht schlecht. Aber das ist halt leider nur Verteidigung. Okay, es gibt ein Monster, mit dem ich dich schlagen kann. 1450 Angriffspunkte. Warte, ich muss jetzt ruhig in Verteidigung. Muss mich in Discord mal gut auf den Stirn stellen. Die Messages, die unten aufploppen. Auch wenn die nicht bis zum Endface-Button hochgehen, kann ich trotzdem nicht auf ihn draufdrücken. Jo. Mir ist aber aufgefallen, ich habe anders gesehen, bei Windows 10 schauen die ganz anders aus und blockieren nicht. Weil die da irgendwie das Windows 10 Design haben und nicht ein Discord-eigenes. Das hier ist eine coole Fallenkarte, aber die bringt mir jetzt nichts. Weißt du, was ich jetzt mache, ehrlich gesagt? Ich beschwöre dieses Monster und dann denke ich mir, warum soll ich mir die Mühe machen und dein Monster da zerstören? Wenn du mich einfach direkt angreifen kannst. Zombie, ja oder nein? Okay, Zombie, ja. Was soll das jetzt heißen? Okay, nochmal ein. Ich krieg manchmal die Fragen nicht, die mir das Ding... Ist auch egal. Du kannst einen Deck wählen, beschwörer, das gewählte Ziel, okay. Keine Ahnung, wo du als Zombie auswahl hast. Warte mal, das... Oh, fuck. Hallo, wie geht's? Ich glaube, diese Runde geht an dich. Na, Rebecca holt sich jetzt den blauäugigen weißen Drachen zurück. Hä, den habe ich doch gar nicht. Das weiß sie ja noch nicht. Hä? Erinnere dich an Staffel 1 zurück und drück weiter. Oh, das ist ein guter Start. Ich habe Sangan. Ah, na also. Den setze ich. Das lasse ich noch so. Geht's dir später? Oh ja, ich habe wieder sehr gute Fallenkarten gezogen. Du greifst nicht an. Ich greife auch noch nicht an. Aber ich beeile mich mit meinen Zügen, keine Sorge. Ah, eins der stärksten 6-Sterne-Monster ohne Effekt. Wie war das? Da hat er einen Sangha gespielt. Schade, dass der nicht gleich auf dem Feld ist. Sonst könnte ich mich jetzt verteidigen. Und schon bin ich super K.O. Ja, das ist mir von den 4000 schon die ersten 2500 weg. Verdammt, ich wünschte, die Fallenkarte darf wieder andersrum funktionieren. Also irgendwie bin ich jetzt am Arsch. Ah, was soll's? Ich kann überhaupt nichts tun. Es ist vollkommen egal, weil ich mich nicht wehren kann. Du hast zwei Monster und das heißt, ja, du hast gewonnen. Ich könnte genauso gut aufgeben drücken. So ist das Leben, manchmal. Yu-Gi-Oh! Ist ein Glücksspiel, da gehe ich lieber pokern, da habe ich mehr Einfluss. Kann man wenigstens besser bluffen. Naja, hast du Angst vor meinen 3 Fallenkarten? What the fuck? Deine ist eine Falle Konter. Warte mal. Worauf warten? Warte, du bist dunkler Magier. Er sieht danach aus. Außerirdische Hautfarbe hat er. Weißt du was? Es ist sowas von schwer, den zu beschwören. Ich mach das jetzt. Du weißt, wenn du es vergeigst, dann verlierst du das Duell. Du, man hat...
Dieser dunkle Gelehrte, der funktioniert wirklich genauso wie in der Serie. Da steht da, ich muss mit Zauberer der Zeit gewinnen. Während mein dunkler Magier da auf dem Feld ist, dann kann ich den mit dieser Karte ersetzen. Du, bei mir ist die Karte ein Fragezeichen. Die Hexe vom Schwarzen Wald. Ich würde sagen, das zählt als Gewinn Ist für sie bei dich. dir auch ein Fragezeichen? Oh Mist. Hä, wieso? Wo ist ein Fragezeichen? Ja, die Hexe vom Schwarzen Wald! Nee, die schaut aus wie die Hexe vom Schwarzen Wald, ganz normal. Beste Beschreibung. Das war jetzt aber ein kurzes Duell, du willst nicht noch eins machen? Horst, ja. No Banlist, Match. Du hast ja auch freiwillig verloren. Außerdem, dieses Rebecca-Deck kommt nie wieder vor, voraussichtlich, weil sie ein neues hat und sie 4000. dann in Staffel 4 weiter nochmal vorkommt. Also möchte ich das jetzt noch einmal weiter ausprobieren. Ja. Das Aber ich nehme Signatur-Monster des jetzt Decks ein war nämlich noch nicht Yugi-Deck erwähnt. weiter drunter. Meinetwegen. Ich möchte immer noch ihr Ich Signaturmonster. glaube nämlich, dass. Ey! Lösch den Typen da Was? raus! Oh, warte. Wie komme ich da jetzt rein? Du musst auf diese Stelle klicken. Da sollte es ein X sein. Ich durfte auf Duellieren klicken, das wusste ich nicht. Okay, Schere. Nochmal Schere. Gewonnen. Glaubst du mir nicht, wenn ich das Da sage? ist er immer ein so der Cheater. Yay, neue Fallenkarte, die kenne ich noch gar nicht. Wobei, doch, die kenne ich, aber die habe ich noch nicht benutzt. Ich setze zuerst dieses schwache Monster. Und dann machen wir so. Okay. Wow, Waffenstillstand ist eine coole Fallenkarte. Hey, greifst du mich jetzt etwa an, WTF? Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, mach ruhig. Da muss ich ernsthaft mal eindrücken. Naja, gut. Sonic Might? Hä, was? Klingelnde Jungfrau. Hä? Hä? Was ist denn das für eine Ich weiß auch nicht Übersetzung? so genau. Ich weiß auch nicht so genau, Dennis. Ich dachte, Sonic bedeutet was anderes. Hast du Effektmonster? Du sollst ganz viele Effektmonster setzen. Wieso benutzt du denn keine Ich Effektmonster? setz lieber Normalmonster. Hast du etwa Angst vor meinen Effektmonstern? Hä? Hat dein Sangeans? Oh, okay, das war die Ratte. Rate mal, was da jetzt liegt. Noch eine Ratte. Greif an. Wirst schon sehen. Aha. Ja, jetzt sind ein paar Ratten weniger in deinem Deck. Ich glaube nicht, dass das als Ratte durchgeht. Sieht ja viel besser aus. Das ist ja krass. Ah, besser nicht. Und das hier. Das habe ich eigentlich im Ja, Invasionsdeck lol. liegen. Nur den! Okay, dann muss ich den noch ziehen. Komm schon, du hast 1400 als stärkste Karte. Ja. Oh. 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 Das ist mir nicht so geil. Warum bist du eigentlich nur eine Zauberkarte? Du bist so sinnlos dadurch. Jawohl, gut. Welche Zauberkarte ist sinnlos, Dennis? Ja, liegt im Auge des Betrachters. Ich liebe Schnellzauberkarten. Hey, was zur. Das mag ich voll nicht. Das gefällt mir nicht. Was? 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 Okay, es hat mir Jetzt nur habe ich Schaden dich nicht gemacht. abgekürzt. Du hast mir aber auch Schaden gemacht. Freu dich. Und ich Mhm. komme an deinem Monster voraussichtlich nicht so schnell vorbei. Nicht so schnell. Soll ich dich noch langsamer machen? Da habe ich schon eine Idee für. Ah, verdammt, ich wünschte, ich hätte diese Karte nur andersrum. Ah, ist das nervig. Hast du irgendein. Warte mal. Gibt's nicht andersrum, ja? Ah, nur in deinem Friedhof, Mist. Das bringt mir dann auch wieder Was nichts. denn? Beziehungsweise. Oh! Was denn?
Ah nee, halt, ich hab's, hab mich verliebt. Passt schon. Schon in Ordnung. Hätte sich nicht gelohnt. Da steht, du kannst ein Monster als Tribut anbieten, füge deinem Gegner Schaden hinzu. Was ist das? Ja, les. Ah, okay, das klingt aber nicht sehr nett. So, wen schmeißen wir den weg? Wer ist scheiße? Der ist scheiße? Der ist scheiße. Okay. Ich kann nichts machen. Was macht das? Such dir eins aus, Erde oder Finsternis? Also mein Monster hat Finsternis, ich klicke mal auf Erde. Hä? Ach shit, beide deine Monster sind Finsternis, ah! Ja, Erde war anscheinend eins. Ich dachte, er geht auf das linke Ding. Na, egal. Beide sind Finsternis. Und es geht ja anscheinend nicht um Unterwelt und Hexer, sondern um Finsternis. Game over. Ja, ich wusste ja, bevor ich die Karte aktiviert habe, nicht einmal, was die Eigenschaft ist. Die hat bei mir einfach kein Bild. Ich weiß nicht warum, weil die schwarze Hexe vom schwarzen Wald hat bei mir kein Bild. Oh mein Gott. Kann ich jetzt auch mal was machen? So, ja, hier, ich zeige euch die Karte, die Signaturkarte in diesem Deck, Schattenleichen. Nicht, dass das jetzt noch relevant wäre. So, ich fang an. Oh, das ist schon mal ein guter Start. Das ist auch nicht unbedingt der schlechteste Start. Man muss nur eins ziehen. Wenn du deine Falle benutzt, die meine Fallen zerstört, dann hasse ich dich. Ich hab alles gesetzt, was ich hab. Benutzt keine Falle, die Fallen zerstört. Warte mal. Sag das nicht, du hast das vorhin doch auch gemacht. Aber du hast ein anderes Deck, vielleicht hast du es jetzt nicht mehr. Ach so, der muss genau auf den Wehr. Ach fuck, okay, das kriege ich nicht hin, schade. Okay, dann setze ich den mal. Setzen? Ich dachte, du lässt mich an. Nein! Verdumm. Ich habe so einen guten Start, das glaubst du gar nicht, Alter. Ja, hast du Shadow Ghoul schon fertig? Ist mein Friedhof voll? Warum kriege ich denn nur solche Monster? Da müssen erstmal ein paar Monster in den Friedhof. Damit sich der lohnt. Aber ich habe Sachen, die gehen nicht so schnell tot, weißt du? Lol, kauf ich dir verdeckt noch was. Gedeutsch. Die Runde geht an mich, das sehe ich jetzt schon. Boah, Alter, what the fuck ist das für ein Monster? So ein Monster hätte ich nie im Deck, um es zu exilen. Ich muss diesen Erdrüttler nachher nochmal gescheit einsetzen. Das war ja ein Eigentor vorhin. Den bringen wir erstmal gar nicht. Oh ja, ich habe endlich was, womit ich dich angreifen kann. Das ist, wie gesagt, das Monster 1450 mit dem höchsten Angriff. Du bist das Schwache, oder? Ich gehe nach Hause. Ich habe nie schwache Monster. Oh, lol. Chill mal drei Runden. Nein, tu das nicht! Doch. Ich wollte eigentlich nicht, dass du siehst, was ich da liegen habe. Clip-Effekte, los! Die wird auch gleich aufgedeckt. Nein. Dann der Flip-Effekt, das ist nur bei der Aktivierung der Karte so. Ah, ja. Sonst hätte ich ja gar kein Feld mehr frei. Jetzt weißt du, was ich da liegen habe, Mann. Ungefähr. Wurde dein Sangang nicht auch getriggert eigentlich? Nö, der muss sterben. Ach so. Da war Sterbeeffekt, okay. Feld voller Schwächlinge, ich sehe schon. Bis auf den Golem, der halt schon was aus. Das ist ein riesen Steinsoldaten. Du hast jetzt drei Runden Zeit, bevor ich dich platt mache. Ich zerstöre deinen. Warum zieh ich die Karte denn nochmal? Mein Gott, Mann! Verräterischen Schwerter.
vorbei sind. Das schwöre ich dir. Der Riesensteinsoldat ist dann hin. Vor allem, wenn ich die Karte zweimal im Deck habe, habe ich den dann auch zweimal im Deck? Das dürfen dir die Zuschauer beantworten, weil ich keine Ahnung. So eine Karte. Und drückst auch einfach immer Endphase und wartest ab. Oh, cool. Muss ich das jetzt verstehen? Also eins von beiden wird zerstört und ich krieg das andere? Hä? Ja. Du hast meinen Plan gerade ernsthaft geschafft zu... Jetzt hast du mein schwaches Monster. Kannst ja... Oder siehst du es nicht? Ja doch, natürlich sehe ich's. Das ist echt fies. Jetzt hast du... Weißt, ich sag noch ganz... Sobald die Verräter durch den Wetter weg sind, dein Riesensteinsoldat. Jetzt kann ich nicht mehr, weil mein Monster nicht mehr genug Angriffspunkte hat. Danke. Toll gemacht. Und ich kann nicht mal mehr was setzen, weil du meine Monster nicht angreifen willst. Ich kann also überhaupt nicht tun, was er nicht... Ja, womit denn? Mit dem Steinsoldaten? Ja, richtig. Nein, schau mal, ich kann jetzt überhaupt nichts machen, das ist nervt. Töt mal was bei mir, ich brauch Platz. Ich hab halt zu viele Handkarten und ich kann nichts mehr setzen. Jetzt zieh ich diese Karte und bring mir doch jetzt auch nichts. Mit Absicht Sangan, damit mein Platz wieder voll besetzt ist. Ich wette noch. Ah. Das ist echt fies. Es ist nur bis zur... Bring mir nix. Nein, das werde ich jetzt nicht benutzen. Es ist sinnlos. Außer... Warte mal. 3, 3, 3, 3... Du hast nur Level 3 Monster, Leute. Ist das jetzt wichtig? Also, ich hätte zumindest mit deinen Monstern was machen können, wenn eins davon nicht Level 3 wäre. Scheiße gelaufen. Nicht mit diesem Deck, Dennis. Ah, ich habe ein Level 4 Monster, aber leider kann ich es nicht benutzen, weil du nicht einsiehst, meine Monster zu zerstören. Ja, wie denn? Ja, was willst du denn tun? Wir verlieren in 26 Runden, dann gehe ich Game Over, wenn... Du, ich will endlich mal noch ein Monster ziehen, was Stufe 4 hat, damit ich irgendwas machen kann. Gut. Darauf warten wir jetzt. Oder weißt du, ich scheiß auf meine Verteidigung. Hä? Das bringt doch nichts. Was macht diese Karte? So wollte ich ihn zerstören, aber eigentlich ohne mich selbst ab. Boah, verarsch mich! Wow. Lame. Lame! Kann ich mal was Gutes ziehen? Was soll denn das? Einfach nur lame. Okay, weißt du was? Schau dir das mal an. Lame. Was lame? Was? Ja, okay. Lame. Was denn? Du hast mir gerade meinen Versuch vermasselt, irgendwas machen zu können. Also, von dem her brauchst du dich nicht beschweren, dass ich nichts mache, wenn ich nichts machen kann. Ich kann Monster der Stufe 4 spielen und damit vielleicht ein paar deiner Monster zerstören, aber das bringt mir auch nichts. Mike, schau mal, du hast 1300 Angriffspunkte. Ich habe nichts, das stärker ist. Wie wär's, wenn du einfach mal... Du hast einen Steinsoldaten, der gleich stark ist. Na und, du kannst doch... Könntest du wenigstens eins meiner Monster zerstören? Nein! Und ich zerstöre dann unsere beiden danach, weil ich dann natürlich sofort angreifen werde. So ist das einfach. Ich kann nichts tun, ich muss Endphase drücken, weil ich nichts tun kann. Ich habe keinen Platz auf dem Feld. Ganz ehrlich, das ist sogar eine gute Taktik, seinen Gegner so auszuspielen. Also, nun ja. Aus meiner Perspektive halt gerade ziemlich doof. Weil ich... Ja, danke, endlich macht er was. Hallo! Bist doch schon dran, beschwer dich nicht. Ja, dann hör auf mich die ganze Zeit blocken. Na gut. Ah, endlich habe ich wieder Platz. Endlich habe ich mal wieder... Wie viele Runden habe ich jetzt kein Monster gezogen?
Oder ja, Monster Stufe 3. Schaue. Gesundheit. Okay, ich habe keine Battle Phase in dem Spielzeug, den ich das mache, aber das ist ziemlich krank. Was ist das denn? Wähle ein herbeigerufener Totenkopf. Oh. Soll ich doch alle Monster, die den Gegner kontrolliert und deren Death kleiner oder gleich den Attack des gewählten Monsters sind. Du kannst in dem Spielzeug, in dem du die Karte aktivierst, keine Battle Phase durchführen. Du verarscht mich doch. Sangan! Oh, eine Fragezeichenkarte. Kann mir jemand erklären, warum ich das Bild von dem Monster nicht hab? Das eine hast du dir wohl nicht runtergeladen. Warum kann... Ach, ich verstehe, warum ich das aktivieren kann. Wahrscheinlich muss ich nicht exakt auf 8 kommen. Sonst geht auch, wenn ich drüber komme. Aber das finde ich jetzt... Ja, ganz ehrlich, ich tue ja nicht meinen herbeigerufenen Totenkopf dafür verschwenden. Dann möchte ich schon einen Lowbob nehmen und nicht den da. Warte mal, die anderen leben noch, weil sie verdeckt waren? Das ist ja cool. Ja. Anscheinend. Wahrscheinlich, weil das Spiel die... Naja, es kann ja nicht überprüfen, ob die Death da das übereinstimmt. Weil die ja zu sind, also werden die ihn reden. Ich brauche ein Monster mit mindestens 1550 Angriff. Oh, gibt's wohl nicht in dem Deck. Toll. Ist aber schlecht. Ist aber wirklich schlecht. Und ich kann das natürlich nicht aktivieren. Ich hab grad... Was? Achso, nee, das... Okay, passt schon, passt schon. Oh shit! Was? Oh. Ist deine Hand zu voll? Schmeiß uns weg. Was ist denn mein schwächstes Monster? Darauf muss man immer achten, ja? Ich hab ein Monster gesetzt. Und jetzt zieh ich das Ding! Jetzt zieh ich das Ding, dass es scheißegal ist, ob ich die Monster auf der Hand habe oder nicht. Super. Du bist. So, der ist scheiße. Der ist noch scheiße, der ist scheiße. Gib mir den verdammten Leichenflatter da, ich möchte hier was tun. Ja, kommt der mit 2,8! Ich brauche diesen scheiß Leichenflatter da! Nein! Was geht denn mit dir ab? Jetzt kann ich ja nicht was machen. Darauf, ja, dass ich den beschwören konnte, habe ich jetzt Ewigkeiten gewartet. Ich hätte deine Zauberkarte. Ja, das war mein Stufe 4 Monster, was ich mir extra für den auf die Hand gehalten habe. Finsternis oder Wind? Finsternis? Ja, du. Ich würde Wind nehmen, wenn ich du wäre. Hallo, Maus. Wieso steht da XYZ-Material an- oder abhängen? Ich drücke mal Ja. Vorhin stand da Normalbeschwörung Ja oder Nein und dann stand Spezialbeschwörung Ja oder Nein und jetzt steht da XYZ. Oh, du hast die Hexe erwischt. Was macht sie? Oh ja, sehr gut. Oh ja, Gott, jetzt gewinne ich. Ach, ist der dann so stark oder was? Keine Ahnung, wie viele Leichen habe ich denn schon? Wie viele Leichen habe ich denn schon? Der muss jetzt 3.500 schaffen, Dennis. In meinem Friedhof sind... 8 Monster! Das sind 800! Ich komme auf 2.400! Also es geht noch nicht ganz. Ich brauche noch ein paar Leichen. Töte was, Dennis! Ich brauche noch ein paar Leichen, oh mein Gott! Du tötest jetzt was bei mir, sonst... Ich töte selbst was! Noch besser! Klasse Trick von mir! Alles Absicht. Und du tötest jetzt auch nochmal was? Kann ich das? Ja, das kann ich nicht darauf anwenden. Eins von denen kennst du ja. Die anderen zwei kennst du nicht. Was ist, wenn ich dir sage, nächste Runde ist dein Magier des schwarzen Chaos tot, außer du hast irgendeine Zauber- oder Fallenkarte, um ihn zu retten? Glaubst du mir das? Wie willst du das denn realisieren? Mehr Damage. Komm, greif eins meiner Effektmonster an. Ach scheiße, ausgerechnet den hast du erwischt. Jetzt ist nichts gespawnt. Oh, aber die Fallenkarte ist geil. Naja. Gut, jetzt habe ich hoffentlich genug. Ja, mach. Ja, ich habe hier Zeug zu tun.
Oh! Oh, das... Die Karte hatte ich damals öfters im Deck. In dem... Yu-Gi-Oh! Für den DS. So, jetzt als ein sehr ist gutes die Frage, Schutzschild immer. Kannst du dich wehren, ja oder nein? Ja, wo, na... Wait, what? Wait, what? Ja, die zieh ich dann gleich mal wieder. Ich musste trotzdem den Stärkeren. Jetzt ist nur die Frage, wie reagierst du darauf? Oh, was ist das? Zahle 800 LP und wähle dann ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert und... Übernimm es. What? Du Arsch, dann bin ich ja Game Over. Sofern du nichts dagegen unternehmen kannst. Au. Hä? Hätte ich ein zweites Monster gehabt, dann hätte ich mit dem Elfenhandspiegel umlenken können aufs zweite Monster. Aber leider hatte ich kein zweites Monster. Na, je nachdem, was für ein Level es hätte, wäre ich in der Lage gewesen, noch einen Magier Schwarzen Chaos zu rufen. Nun, damit ging das zweite Match an Yui, aber Rebecca hat ja schon gewonnen. Oh. Hella Badge. Gut, dann würde ich sagen, wir werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss.